Ich finde, man hat immer so ein bisschen Nachteil, wenn man noch so blöd in den Laptop reingucken muss und irgendwie noch Gesichter verzieht, aber das, genau, kriegen wir hin. Das passt schon. Ja, sehr cool, Florence, dass du dir Zeit nimmst und vor allem, dass das auch so spontan klappt. Also, wenn ich das jetzt richtig so zeitlich einordne, haben wir, glaube ich, vor ungefähr einer Woche Kontakt aufgenommen, oder? Ja, Oder ich stimmt. hier, ne? Genau, so lange kennen wir uns noch gar nicht, ja. Nee. Sehr, Sehr sehr schön, ich cool. freue mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Gerne. Ja, wir haben jetzt ja sozusagen den Vorteil, dass wir schon so ein bisschen wissen, warum treffen wir uns heute. Ich würde mal so zwei, drei einleitende Sätze sagen. Du ernährst dich ketogen. Ich Ja. ernähre mich vegan. Ich habe tatsächlich ein Interview gehört mit Andi, deinem Freund. Das schätze ich richtig ein, oder? Nicht, dass ich jetzt Ja, hier Gerüchte nee, ist richtig, verbreite. Genau. Und ich fand das super interessant, weil ich irgendwie so festgestellt habe, dass es tatsächlich irgendwie, ich glaube so, wenn ich jetzt mal tatsächlich ethische Motivation herausnehme, sondern das Vegane aus dem gesundheitlichen Perspektive heraus sehe, dass es da total viele Parallelen eigentlich gibt. Und ja, da freue ich mich jetzt, dass wir heute in den Austausch kommen können über ketogene Ernährung. Und ich habe ja ganz viele im Podcast, die zuhören, die Epilepsie haben oder auch andere neurologische Erkrankungen. Und da kann das ja tatsächlich auch eine anerkannte Therapieform sein. Da wollen wir jetzt heute gar nicht so sehr drauf eingehen, aber einfach mal grundsätzlich, was ist ketogene Ernährung eigentlich? Worauf muss ich achten? Und ja, was könnte mir vielleicht auch im Weg stehen, um mich ketogen zu ernähren? Ja, cool, sehr du da gerne. Ein bisschen ansetzen. Ja, sehr gerne. Also da fange ich einfach mal ganz grob an. Was ist ketogene Ernährung? Also kurz vielleicht zu den Ursprüngen, was ja ganz spannend ist, gerade auch für deine Zielgruppe, dass die ketogene Ernährung eben primär für die Behandlung oder für den Umgang mit epilepsiekranken Kindern verwendet wurde, ist schon sehr, sehr lange her. Die genaue Zeit kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich habe die Zeit nicht im Kopf, aber genau, also man hat einfach festgestellt, dass wenn man Kinder über einen längeren Zeitraum fasten lässt, dass sie dann weniger Anfälle haben. Und jetzt ist es halt so, man kann ja Kinder nicht permanent fasten lassen, weil Kinder sind im Wachstum, die kann man jetzt ja auch nicht immer komplett kasteien vom Essen. Deswegen hat man versucht, eine Ernährungsform zu finden, die einfach den Fastenzustand imitiert. Und so kam man auf die ketogene Ernährung, die haben die Wissenschaftler damals auch Fasting Mimicking Diet genannt, also fastenimitierende Ernährung. Und man hat eben festgestellt, dass wenn man eine Ernährungsform wählt, wo man so gut wie gar keine Kohlenhydrate hat, kein Zucker, aber recht viel Fett, dass man dann den Fastenzustand des Körpers imitieren kann. Und so ist die Ernährung entstanden und das sagt es auch schon so ein bisschen, also es ist einfach eine Ernährungsform, wo wir fast gar keine Kohlenhydrate haben. Also so das Maximum an Kohlenhydraten, was noch in Ordnung ist, sind 30 Gramm pro Tag. Wenn man jetzt Gemüse und alles mit einzählt, das ist dann tatsächlich gar nicht mal so viel. Und dann hat man einen sehr hohen Fettanteil. Also man spricht so von, sage ich mal, grob, also 5% der Tageszufuhr sind aus Kohlenhydraten, ungefähr 60-70% aus Fetten. Bei epilepsiekranken Kindern war der Fettanteil sogar noch höher. Also da sind wir echt bei 80%. Also die sagt man wirklich noch mehr Fett. Da gab es dann auch immer so, ja, wie so Fettdrinks und so, damit es halt wirklich, damit man auf die Fettmenge kommt. Und der Rest ist Protein. Aber jetzt sage ich mal so eine normale ketogene Ernährung, die ist eben fängt an bei 5% Kohlenhydraten, ungefähr 60-70% Fett und der Rest wird dann mit Protein aufgefüllt. Das Ziel ist halt der Zustand der Ketose. Ketose ist auch ein Stoffwechselzustand, den man eben wenn man länger fastet. Und das ist einfach ein Zustand, wo der Körper dann anfängt zu switchen, anstatt von Zucker seine Energie zu beziehen, bezieht er sie aus den Fettsäuren, der bildet daraus Ketonkörper und die Ketonkörper sind dann das, was dem Körper eben als Energieträger zur Verfügung steht. Warum macht das so viel Sinn? Einfach, weil es sagt ja schon, wenn man jetzt kaum Zucker und keine Kohlenhydrate hat, ist der Blutzuckerspiegel einfach konstanter. Also man hat eben weniger so diese Peaks vom Blutzuckerspiegel, dass es auch wieder direkt abfällt, sodass man direkt wieder Hunger hat. Von daher hast du einen konstanteren Blutzuckerspiegel, du hast eben eine konstante Energie über den Tag verteilt, du hast einen besseren Fokus, bessere Konzentration. Also du fühlst dich wach, aber bist dennoch konzentriert und ganz ruhig. Und
Ja, viele nutzen halt die ketogene Ernährung jetzt mal außerhalb von Therapiezwecken zum Abnehmen, weil man eben natürlich dadurch, dass die Fettreserven angezapft werden, dass man in diesen Fettstoffwechsel reinkommt, eine gute Fettverbrennung hat. Plus du hast auch einen Muskelschutz durch die Ketose. Das heißt, du hast, auch wenn du selbst, wenn du wenig Proteine zu dir nimmst, weil zu viel Protein wäre wieder kontraproduktiv, weil man aus Protein auch wieder Zucker bilden kann. Aber du hast eben einen Muskelschutz gegeben, sodass du halt einen Fettverlust bei gleichzeitigem Muskelschutz hast, wenn du dich in ketogen ernährst und wenn du auch dadurch in Ketose kommst. Was ja, also wenn ich das jetzt so höre, ich meine, irgendwie klingt es auch so ein bisschen kontraintuitiv zu sagen, ich ernähre mich sehr fettreich, um an die Fettreserven ranzukommen. Also ja. Das ist ja irgendwie, ich glaube, da muss man erstmal so einen Moment irgendwie verarbeiten, nachdenken und tatsächlich auch verstehen, was passiert. Und ja. Das klingt jetzt auch nach einer Ernährung, die eigentlich für Sportler super geeignet ist. Also zum Muskelaufbau, zum Muskelerhalt, so klingt das jetzt spontan für mich auch. Ja, das auch. Also es ist wirklich so, auch nicht nur im Kraftsport, sondern auch im Ausdauersport ist mittlerweile die Ketose und die ketogene Ernährung findet da immer mehr Einzug, auch schon wirklich im Profisport. Also man macht sich das schon zu nutzen jetzt im Profiradsport oder auch eben im Leistungssport. Ich persönlich habe es im Kraftsport gemerkt, also ich ernähre mich jetzt seit März letzten Jahres so und konnte mit der ketogenen Ernährung. Noch gar nicht so lange tatsächlich. Nee, noch gar nicht so lange, nee. Genau. War natürlich auch vorher total vorurteilbehaftet, was die ketogene Ernährung anging, weil ich ja Vegetarierin bin, aber dazu können wir später einfach nochmal grob was sagen. Und habe es eben beim Krafttraining sehr schnell gemerkt, dass ich eben relativ schnell Muskeln aufbauen konnte und einfach stärker wurde, mehr Energie hatte beim Training. Das weiß man tatsächlich häufiger. Es gibt auch Bodybuilder, die sich ketogen ernähren. Also da kenne ich auch ein, zwei. Und eben im Leistungssport oder auch im Ausdauersport merkt man das dann schon sofort. Genau. Man muss einfach ein bisschen von dem Gedanken weggehen, dass Fett Fett macht, weil das ist immer so das, was wir gepredigt bekommen und wo viele dann wirklich Angst haben vor so viel Fett. Aber wenn man einfach mal versteht, auch wie dies hormonell abläuft im Körper, nämlich dass halt einfach Fett eben keine Blutzuckerausschüttung so stark triggert wie zum Beispiel Kohlenhydrate und wir dadurch auch eine geringere Insulinausschüttung haben. Und wenn wir weniger Insulin haben, dann haben wir auch weniger Fett, das eingelagert werden kann, weil und Zucker löst eben eine große Insulinausschüttung aus, weshalb wir dann auch Fett einlagern. Und das einfach mal so zu verstehen, dann weiß man, okay, wenn ich Fett esse, klar, Fett in Kombination mit Zucker oder Kohlenhydraten wäre wieder kontraproduktiv, weil das ist das, was dann tatsächlich auch Fett einlagern lässt. Aber nur Fett alleine, also wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Teelöffel Zucker esse, habe ich eine ganz andere Reaktion im Körper, als wenn ich einen Teelöffel Olivenöl esse. Also da ist das Olivenöl auf jeden Fall um einiges besser. Natürlich kommt es auch hier auf die Fettquellen an. Also wir müssen ja schon schauen, dass wir gesunde, gute Fettquellen wählen, hochwertige Fettquellen. Und dann kann man eigentlich seinem Körper damit auch nur Gutes tun. Das finde ich spannend. Also da habe ich auch tatsächlich diese Woche so für mich schon die erste Parallele auch ein bisschen zur veganen Ernährung entdeckt, weil ich, also überhaupt, ich glaube, wenn man so für sich eine bestimmte Ernährungsform wählt, dann fängt man ja automatisch an, sich auch mit ganz anderen Themen zu beschäftigen. Also was sind gute Fette, was sind schlechte Fette, was ist Bioverfügbarkeit, welche Nährstoffe brauche ich, welche Nährstoffe kann ich wie aufnehmen, also das habe ich so für mich gemerkt, dass ich da nochmal so ein ganz anderes Bewusstsein entdeckt habe und mich auch irgendwie auch ganz anders mit Produkten auseinandergesetzt habe, also was steckt da überhaupt drin und warum steckt manches drin und wie sinnlos ist vieles, was in Produkten drinsteckt, was absolut, man eigentlich auch gar nicht braucht und ich habe schon auch immer, ich denke, also so vegan ist nicht vegan, so wird auch ketogen nicht gleich ketogene Ernährung sein. Aber ich für mich schaue halt schon auch, dass ich einfach super viel Lebensmittel frisch zubereite, dass ich irgendwie, das war so mein erster Schritt eigentlich, kam eher so von dem Clean Eating her, also dass ich irgendwie nicht mehr als Produkte verwende, die nicht mehr als fünf Zutaten haben. Und da habe ich auch so die Angst einfach vor Fett verloren, also weil ich einfach für mich irgendwie so klar bekommen habe, welches Fett tut meinem Körper gut und welches Fett tut meinem Körper nicht gut. Ich finde da jetzt nochmal ganz spannend, so diese Kombination zu den Kohlenhydraten, weil die vegane Ernährung ist ja auch eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung. Und ich hatte gerade so spontan irgendwie den Vergleich,
also dann ist es ja so, esse ich die Avocado jetzt so oder esse ich das Avocado-Brot? Also das scheint ja so aus der Perspektive der ketogenen Ernährung dann doch einfach auch einen riesigen Unterschied zu machen. Ja klar, also wenn man halt natürlich die Ketose anstrebt, dann darf man halt wirklich, muss man die Kohlenhydrate ganz gering halten. Das ist in der veganen Ernährung hat man ja auch viel Proteinquellen, die gleichzeitig Kohlenhydrate sind, genau, wie jetzt aus Hülsenfrüchten, Linsen, Kichererbsen und sowas. Das wäre in der ketogenen Ernährung einfach, dann würde man das nicht nehmen. In der ketogenen Ernährung ist es allerdings aber auch so, dass man eigentlich weniger Protein braucht, weil der Körper halt eigentlich durch das viele Fett und durch diese Ernährungsform eh weniger Protein braucht zum Funktionieren. Von daher kann man diese Ernährungsquellen auch weglassen. Ketogen vegan, also ich kenne ein, zwei, die das tatsächlich auch machen. Ich kenne eine, die ist noch roh vegan und ketogen. Ui. Also mit der tausche ich mich mal. Ja, die sagt, es geht eigentlich, aber da ist es halt nochmal, wie du sagst, viel, viel mehr, dass man sich damit auseinandersetzt, wie viel ist in welchem Lebensmittel drin. Ja. Und so wie es bei der veganen Ernährung, sage ich mal, healthy und dirty gibt, gibt es in der ketogenen Ernährung auch healthy Keto und dirty Keto. Dirty Keto sind dann wirklich die, die halt so gut wie gar kein Gemüse essen und halt wirklich, sage ich mal, von Speck, Fleisch und Butter leben. Und das funktioniert ist jetzt, auch. Also das bringt mich auch in die Ketose. Ja, das bringt dich auch in Ketose. Allerdings würde ich das nie empfehlen. Also ich verfolge da echt diesen Healthy-Keto-Ansatz, wo ich mir sage, weil der Körper halt einfach auch die Mineralien, die Ballaststoffe braucht, um auch diese ganzen, also man muss es sich halt so vorstellen, Gemüse ist halt wahnsinnig wichtig, um auch diese ganzen Giftstoffe aus dem Körper zu spülen durch die Ballaststoffe. Wenn wir auch jetzt, sage ich mal, anfangen, uns ketogen zu ernähren und der Körper anfängt, die Fettsäuren, sage ich mal, loszuwerden, die schwirren ja dann irgendwo in unserem Körper rum. Und um die abzutransportieren, braucht es einfach diese Ballaststoffe, das Gemüse. Wir brauchen auch sehr viel Kalium, damit überhaupt das alles funktionieren kann. Deswegen sagt man auch viel grünes Gemüse in der ketogenen Ernährung, also auch sowas wie Rosenkohl, also Kreuzblütler, das sind so Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli. Und halt auch viel Grünkohl, Salat und Kohl und sowas. Ist einfach wichtig für das Kalium, weil man dann natürlich auch in der ketogenen Ernährung relativ viele Mineralien verliert, weil man am Anfang wird man feststellen, dass man halt auch öfter auf Toilette muss. Also man lässt sehr viel Wasser, verliert sehr viel Wasser am Anfang und das muss man halt einfach durch das Gemüse wieder einfüllen. Deswegen sage ich halt immer so, okay, Healthy Keto ist halt wirklich 50% bei jeder Mahlzeit sollte aus Gemüse bestehen. Und dann sage ich immer so 25% dann ein fetteres Protein und 25% Fett. Und bei Fett sage ich dann auch lieber so ein pflanzliches Fett, also sowas wie Olive, Avocado, vielleicht ein Olivenöl, vielleicht mal Nüsse oder sowas, als jetzt zu viel tierische Fette zu konsumieren. Aber damit fährt man eigentlich ganz gut und damit gibt man seinem Körper auch alle Nährstoffe, die er braucht. Jemand, der Dirty Keto macht, der wird auch in Ketose kommen. Aber der wird irgendwann Mängel aufweisen, beziehungsweise der Körper braucht einfach die Mineralien, das Gemüse, die Ballaststoffe, auch für die Verdauung. Viele haben dann Verstopfung oder sowas. Also das ist einfach super, super wichtig. Deswegen für mich bedeutet Keto halt auch sehr gemüselastige Ernährung im Vergleich zu dem, was ich auch vorher als Vorurteil hatte, nämlich eben nur Speck, Fleisch und Butter, weshalb ich gesagt habe, nie, das will ich nie essen. Ja, für mich ist das Bild irgendwie so, ich esse total Hühnerbrüste am Tag und das ist halt so, wo verblutet mein Herz. Das finde ich einfach ganz, ganz grausig. Ich finde es schön, dass du das nochmal so hervorhebst, dass das halt nicht einfach nur das Ziel ist, in die Ketose zu kommen, sondern gesund in die Ketose zu kommen und da entsprechend dann auch Lebensmittel zu sich zu nehmen. Das ist halt der Unterschied, genau. Und natürlich auch hier wieder verfolge ich auch diesen Clean-Eating-Ansatz so ein bisschen. Also je frischer, desto besser. Je unverarbeiteter, desto besser. Das geht in der ketogenen Ernährung genauso gut. Wenn man auf hochwertige Qualität achtet, wenn man schaut, dass man irgendwie, wenn man jetzt Butter verzehrt, dass man halt sagt, okay, man achtet auf Weidehaltung, beim Käse auch, bei den Milchprodukten. Milch sowieso, bin ich auch Pflanzenmilch-Fan. Also ich habe schon ewig keine Kuhmilch mehr getrunken. Das sind alles so Dinge, das kann man dann ganz gut integrieren. Und wenn man wirklich einfach auch ein bisschen drauf achtet und da auch anfängt, so dieses Bewusstsein zu entwickeln, was esse ich, was ist wo drin, wie reagiert mein Körper drauf, was tut mir gut, dann kann man auch wirklich gesund ketogen leben. Und dann ist es nicht einfach nur Speck und Butter den ganzen Tag. Ja, das ist, finde ich, also kann man nicht genug irgendwie hervorheben. Ja, auch für absolut. Leute, die jetzt echt da irgendwie auch Interesse daran haben, weil es gibt ja einfach immer mehr Menschen, die sich, ich kann mal vegan jetzt mal aus, aber die sich vegetarisch oder zumindest sehr
sehr reduziert von tierischen Produkten auch ernähren. Und da ist das, kann das natürlich echt erstmal abschreckend sein, wenn man sich so anfängt einzulesen. Also total, so, ja. Ja, ich habe das mir so als Therapieform mal angeschaut. Also ich muss sagen, es ist auch schon 2 Jahre her, dass ich mich da dann auch mal in Anführungszeichen intensiver mit auseinandergesetzt habe. Und für mich war ich dann total schnell an dem Punkt, so zu überlegen, okay, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert oder nicht. Es ist in Deutschland ja auch irgendwie so ein bisschen nicht ganz so eine anerkannte oder nicht so häufig praktizierte Therapieform. Und dann habe ich gedacht so, okay, das ist mir irgendwie, das glaube ich nicht wert, meinen veganen Lebensstil dafür aufzugeben, dass ich irgendwie nicht so genau weiß, was mein Ergebnis ist, weil für mich war es jetzt eben nicht abzunehmen oder so. Das war mir jetzt auch neu, dass ich tatsächlich auch Gewicht halten oder sogar aufbauen kann. Das genau, ja, ja. Das sind so Aspekte, die habe ich auf die Schnelle tatsächlich gar nicht gefunden, aber ich weiß auch nicht, was es da vielleicht in den letzten 2 Jahren in Deutschland auch nochmal getan hat an Informationslage. Ja, also in Deutschland ist es tatsächlich immer noch am Kommen, also es ist noch nicht so stark verbreitet. In den USA ist das ja schon sehr, sehr groß. Ich habe auch extra deswegen, ich habe auch eine Weiterbildung gemacht, aber auch in den USA, einfach weil mir das halt wichtig war, weil da halt einfach, die sind da viel weiter. Ja. Und ja klar, also ich meine, wenn man sich dann anfängt, damit auseinanderzusetzen und tatsächlich keto-vegetarisch ist noch nicht so etabliert. Also ganz viele kommen auch zu mir und sagen, oh ja, ich finde es toll, mal einfach Rezepte mit weniger Fleisch, weil der Trend geht schon in die Richtung, weniger Fleisch zu essen durch diese ganze Massentierhaltung, dann natürlich auch klimatechnisch. Ja, dass jetzt immer mehr Leute irgendwie dieses Bewusstsein bekommen, okay, weniger tierische Produkte, ich möchte halt weg von zu viel Fisch, Fleisch. Und dass die sich dann aber trotzdem ketogen ernähren möchten. Und dass das halt vegetarisch auch möglich ist, war für mich total die Bereicherung, weil ich mir halt denke, wow, super. Ich hätte sonst auch wahrscheinlich nie angefangen, mich ketogen zu ernähren. Ja. Und ja, es ist halt wirklich, es geht, der Trend geht schon in die Richtung und das lässt sich halt super vereinbaren. Also ich lese mich auch immer mehr in das Thema Keto-Vegan ein, weil es auch immer ganz, ganz viele gibt, die halt auch mal gern was Veganes haben wollen. Und das geht auch. Also man muss sich halt natürlich damit beschäftigen und sich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber es kann wirklich auch dann total lecker und einfach und unkompliziert auch wirklich umsetzbar sein. Ich muss ja zugeben, also du hast ja neulich so eine Käsekuchen-Challenge gehabt, ne? Also der sah wirklich sehr lecker aus. Ich habe mir dann das Rezept angeschaut und habe halt gesehen, dass natürlich viel Eier drin sind. Und nun ist es ja, also quasi beim veganen Backen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber es ist ja, ich habe ja zahlreiche Möglichkeiten, um das irgendwie zu ersetzen. Aber tatsächlich habe ich dann irgendwie so für mich festgestellt, dass das ist gar nicht so einfach. Also das Einzige, worauf ich dann gekommen bin, ist, kann ich Leinsamen verwenden oder nicht? Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber so, keine Ahnung, Banane, wahrscheinlich viel zu viel Zucker drin, Kichererbsen, Stärke, also irgendwie so all meine Varianten, die ich durchgegangen bin, die sind irgendwie rausgefallen und dann habe ich gedacht so, ach, also beim Smoothie. Ja, gut, beim Käsekuchen ist es wahrscheinlich schwierig. Ansonsten im ganz normalen Rührkuchen oder auch im Brot kann man wirklich gut mit diesen Leinsamen-Eiern arbeiten. Oder ich mache auch viel mit Flohsamenschalen, weil die auch sehr gut quellen und binden. Im Kuchen habe ich auch oft Nussmus einfach verwendet oder in Keksen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das also Nussmus wäre dann schon wieder... Wahrscheinlich. Ja, also das nehme ich dann immer, wenn ich auch mal vegane Kekse backe oder sowas. Dann eben Nussmus. Manchmal reicht es auch einfach, wenn man, also ich habe mal so einen Karottenkuchen gemacht, so einen veganen, und da war dann auch einfach in dem Teig war auch nur, ich meine, die Karotten haben so ein bisschen eine Bindung, dann ist Kokosöl drin gewesen. Das hat dann schon alles zusammengehalten. Aber ja, von daher Nussmus ist immer eine sehr, sehr gute Alternative oder halt diese, also Leinsamen oder Flohsamenschalen im Brot sind ganz, ganz coole, coole Sachen, die man da machen kann. Wie backst du denn Brot? Also das ist ja so der Inbegriff der Kohlenhydrate eigentlich. Also super viele Kerne dann drin sozusagen? Ja, also ich experimentiere gerne rum mit verschiedenen Mehlen. Also ich muss sagen, Brot war eins der ersten Sachen, die ich selber machen musste, weil ich halt Brot über alles liebe. Das ist so mein absoluter Favorit. Und es gibt bei uns auch wirklich jeden Tag Brot. Also ich hätte auch nicht gedacht. Spannend. Ja, ketogene Ernährung, Brot und Brot backen, das geht so schnell, einfach selber. Also ich mache da viel mit auch gemahlenen Nüssen zum Beispiel anstatt Mehl. Dann gibt es halt zum Beispiel Leinsamenmehl, kann man nehmen. Kokosmehl hin und wieder ist auch lecker im Brot.
Ist ein bisschen süßer, Mandelmehl kann man nehmen. Ich habe jetzt auch ein bisschen rumexperimentiert. Letztens habe ich ein Brot gebacken mit Hanfmehl, weil Hanf hat halt ein ganz, ganz gutes Aminosäureprofil. Also es ist auch wirklich sehr, sehr gut, um einfach alle Aminosäuren, die essentiellen Aminosäuren aufzunehmen. Ja. Von daher ganz Hanfmehl. Kurz für die, die sich jetzt nicht vegetarisch und vegan ernähren, würde ich mal kurz einhaken. Also die meisten tierischen Produkte haben tatsächlich alle 8 essentiellen Aminosäuren und bei pflanzlicher Ernährung muss man immer darauf achten, dass man die Produkte so kombiniert, dass man dann in Summe auf die 8 Aminosäuren kommt, weil man muss nicht alle gleichzeitig zu sich nehmen, aber es ist wichtig, dass man sie zu sich nimmt. Ja, also absolut, ich glaub, genau. Wir reden jetzt hier auch gerade so sehr. Wir sind da schon so drin, ja. Ja, die haben eben. Ja, so in der vegetarischen Ernährung sind halt Eier, haben auch diese ganzen Aminosäuren drin. Also Eier sind da auch eine gute Wahl. Jetzt vegan muss man eben dann einfach schauen, wie du sagst, aber das machen halt auch viele Veganer falsch, dass sie das halt auch nicht so im Kopf haben, ne? Und dass ihnen dann auch irgendwas fehlt. Also von daher finde ich das auch ganz schön, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Genau, also man kann da mit verschiedenen Mehlen ausprobieren. Kürbiskernmehl habe ich mal verwendet. Also da geht alles Mögliche. Und dann muss man einfach, also man kann das nicht 1:1 ersetzen. Ich kann mir jetzt kein Brotrezept raussuchen und sagen, okay, ich ersetze das Mehl durch Kokosmehl, weil die Backeigenschaften sind ganz andere. Ja, also man ich muss da dann mal Pancakes schon mitgemacht, die sind nichts geworden. Ja, nee, also bei Kokosmehl habe ich auch schon Dinge gezaubert, da bist du halt dran erstickt, weil das so trocken wurde, weil die halt so viel Flüssigkeit zieht. Also nee, von daher muss man dann gezielt halt solche Rezepte suchen oder ich entwickle das mittlerweile einfach selber. Ich habe so ein bisschen ein Gefühl dafür, was wo reinkommt. Ich mache viel mit Flohsamenschalen, mit Leinsamen und Wasser, damit das alles bindet und zusammenhält. Ich mache da Nüsse ins Brot. Also das geht eigentlich wirklich ratzfatz. Und es gibt ganz, ganz viele, die jetzt auch, also meine Mutter allen voran, die hat das eine der ersten, das eine Keto-Brot nachgebacken. Das gibt es auch nur noch bei denen. Und ihre Freundin macht es auch. Und also das machen jetzt mittlerweile ganz, ganz viele, weil es tatsächlich zum selber backen ist so ein Keto-Brot einfacher, weil du hast nicht diese Gehzeit, wenn du Hefe drin hast und so. Und da weiß man auch, was drin ist. Und wenn man dann so ein Brot mit irgendwie 5 Zutaten schnell selber gebacken hat, also das ist kein Aufwand in dem Sinne. Ja, ich und es schmeckt wirklich mal gut. Brot, aber natürlich irgendwie mit ganz anderen Zutaten. Aber ich muss sagen, ich bin da schon ziemlich angefuchst, das auch einfach mal zu testen. Wir haben hier sogar auch so eine Mühle. Ich muss mal gucken, welche von den Körnern wir vielleicht selbst mahlen können. Also Sonnenblumenkerne. Genau, Sonnenblumenkerne zum Beispiel kann man auch zu Mehlen nehmen oder Kürbiskerne, das kann man sich auch mahlen, ja. Genau, ich muss mal gucken, ob das halt, weil dieses Mahlwerk, das ist so ein Steinmahlwerk und da darf man so ganz fettreiche Sachen darf man da nicht reinmachen, aber sonst, also das kriegt man ja zwischenzeitlich auch super zu kaufen, die Sachen alle, die du voll, total, also das kann man mittlerweile kaufen, es kostet halt ein bisschen mehr, ja, aber ich denke mir halt immer so, okay, wenn ich halt sage, ich lege Wert auf meine Ernährung und ich will selber kochen, frisch kochen und das Ding ist, bei so einem Brot isst man halt auch viel weniger, weil man ist viel schneller satt von einer Scheibe. Ja. Dadurch, dass halt diese Produkte drin sind, das macht einfach viel länger satt und auch früher satt, sodass du halt länger an so einem Brot isst. Mhm. Und letztendlich denke ich mir, okay, da kann man halt auch mal ein bisschen mehr investieren, wenn man sagt, ich lege Wert auf Ernährung und es ist mir wichtig für mich und meinen Körper. Und ja, das finde ich auch gut, dass du das nochmal sagst. Also ich finde so, bei der Ernährung sollte man nicht sparen, wenn man sich leisten kann. Und da gibt es ja auch echt diverse Studien. Also wir in Deutschland, wir sind auch echt, also relativ in Europa, glaube ich, die am wenigsten oder zumindest die Länder, die mit am wenigsten für Lebensmittel ausgeben. Total, ja. Im Vergleich zu dem, was das monatliche Haushaltseinkommen ist. Mhm. Also ich bin da total bei dir, das ist einfach echt völlig an der falschen Stelle gespart, weil letztlich so, das kommt ja alles in mich rein und dann für das andere. Das ist es halt. Viel mehr auch so der Klassiker Kaffee und Brezel irgendwie jedes Mal auf dem Weg zur Arbeit. Also da kann ich meinem Körper was Besseres tun und vor allem kann ich da eine ganze Menge Lebensmittel dafür kaufen. Absolut, ja klar. Ja, die Bequemlichkeit und es ist schon so, in Deutschland sind die Lebensmittel extrem günstig im Vergleich zu anderen Ländern. Und das war auch dann so ein bisschen der Auslöser, warum ich auch aufgehört habe, Fleisch zu essen, weil mich das total angeekelt hat, wie billig das Fleisch ist und weil ich das einfach mir nicht anschauen konnte. Und also da finde ich es halt schon echt schade, dass da dieses Qualitätsbewusstsein manchmal nicht so da ist in der deutschen Bevölkerung, dass es immer da ist, je billiger, desto besser.
Und also ich würde halt eher an anderer Stelle sparen, dass jeder anders. Mir ist halt mein Körper, meine Gesundheit wichtig. Ich würde dann eher sagen, okay, ich kaufe mir ein bisschen weniger Kleidung oder ich gehe mal nicht so oft essen oder so und investiere dafür halt einfach in meine Gesundheit. Voll. Aber da ist jeder anders. Essen gegen Ketogen ist wahrscheinlich noch schwerer als vegan essen zu gehen, oder? Es geht tatsächlich. Okay. Also man muss ein bisschen Prinzessin spielen, sage ich mal, wenn man essen geht, wenn man sich Keto ist, weil vegane Ernährung wahrscheinlich, wobei mittlerweile haben Restaurants eigentlich immer ein veganes Gericht mit dabei. Ja, wobei ich da auch oft in Frage stelle, ob das wirklich vegan ist. Also ich kriege halt so oft gesagt, ja, Sahne ist doch vegan, oder? Ja, so ein bisschen okay. Mein Gott, also ich bin da vorsichtig, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie so ein Restaurant ist, dass ich auch dolle damit auseinandersetze. Klar, also bei der ketogenen Ernährung ist man natürlich auch nicht geschützt, wenn irgendwie Salatsoße oder so, man kann es natürlich ganz extrem machen und dann Dressing abbestellen, sagen, stellen Sie mir Essigöl hin. Ja. Und ansonsten gibt es schon Möglichkeiten, sich das ein bisschen ketogen zu machen. Also ich sage dann öfter mal einfach, okay, bitte die Kartoffeln weglassen und dafür halt ein bisschen mehr Gemüse. Es ist schon so, vegetarisch ketogen essen zu gehen, ist dann schon manchmal ein bisschen schwieriger. Mhm. Klar, ein Salat mit irgendwas, mit Ei oder mit Käse oder sowas, das geht ja schon immer. Ja. Halt, dann bestellt man das Brot ab. Aber ich muss dann auch sagen, also ich handhabe das auch nicht ganz so streng. Mhm. Also wenn ich dann sage, ich gehe jetzt mal essen oder wir bestellen mal was zu essen, es gibt dann auch mal Ausnahmen, weil ich habe einfach festgestellt, dauerhaft ketogen ist für mich einfach alltagstechnisch jetzt nicht so umzusetzen, beziehungsweise ich habe halt manchmal Lust, dann auch irgendwie was anderes zu essen, was jetzt nicht ketogen ist. Ich habe auch festgestellt, dass es mir persönlich besser tut, wenn ich auch mal ein bisschen Kohlenhydrate esse. Also man soll auch nicht, sage ich mal, sein Leben lang, es sei denn, man macht es wirklich aus Therapiezwecken und gesundheitlichen Gründen, sich dauerhaft ketogen ernähren. Also das kann für, sage ich mal, einen gesunden Menschen, der jetzt nicht einen komplett kaputten Stoffwechsel hat, macht es keinen Sinn, weil der Körper... was man eigentlich erreichen sollte als gesunder Mensch, ist einfach so, dass der Körper umswitchen kann zwischen Fett- und Zuckerstoffwechsel. Ah, also das ist quasi eigentlich auch das langfristige Ziel. Also so ein bisschen den Stoffwechsel normalisieren, entwöhnen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, um dann tatsächlich irgendwie so hin und her. Genau, also man spricht da auch von metabolischer Flexibilität. Also dass der Körper lernt, okay, wenn meine Zuckerspeicher leer sind, dann bin ich nicht gleich total hungrig und muss sofort wieder Nachschub liefern, sondern mein Körper lernt dann auf den Fettstoffwechsel zu switchen und dann komme ich immer noch länger ohne Essen aus, beziehungsweise ich kann dann mein Fett als Energieträger nutzen. Weil es ist halt so, wir haben halt natürlich im Laufe der Zeit es einfach verlernt. Also jedes Kind, was auf die Welt kommt, ist in Ketose und ist auch die ersten paar Jahre in Ketose. Hintergrund ist einfach, dass das Hirn noch nicht komplett fertig entwickelt ist und dass Kinder dann durch diese Ketose ihr Hirn fertig entwickeln. Ah, verstehe. Und von daher sind die Kinder auch in den ersten paar Monaten in Ketose. Auch wenn die Muttermilch relativ viel Kohlenhydrate hat, aber auch sehr viel Fette, kann das Kind eben in den ersten paar Monaten bildet es halt Ketonkörper, damit sich das Hirn weiterentwickelt. Weil die Ketonkörper sind für das Hirn eins der besten Energieträger überhaupt. Mhm. Und dann wird es aber so ein bisschen ab anerzogen. Also wenn wir halt dann lernen, dann gibt es Nudeln, Brot, dann gibt es Süßigkeiten. Und dann hat der Körper verlernt, eben im Fettstoffwechsel zu funktionieren. Und dann nur auf Kohlenhydraten. Und das muss man ihm wieder so ein bisschen beibringen. Das kann man dann einfach machen, indem man sagt, man macht irgendwie 30 bis 90 Tage mal streng ketogen. Ja. Dann ist man adaptiert. Und tatsächlich stellt man dann fest, dass man, also man kann das ja messen, ob man in Ketose ist. Und bei mir ist es dann manchmal so, selbst wenn ich dann ein Glas Wein trinke oder mal Kartoffeln gegessen habe, dass ich dann relativ schnell wieder in die Ketose komme. Okay, und das ist so das langfristige Ziel, zu sagen, okay, man hat diese metabolische Flexibilität, man kann einfach, der Körper kann mit beiden Energieträgern funktionieren. Mhm. Aber das muss er erst wieder lernen, eben auf Fett zu laufen, weil wir es immer gewohnt sind, im Zuckerstoffwechsel zu sein. Aber das scheint ja dann auch jetzt nicht irgendwie, also keine Ahnung, so ein 5-Jahres-Ziel zu sein, weil du machst es seit etwas über einem Jahr, nee, weniger als ein Jahr. Also weniger als ein Jahr, ja. Ja, März 19, nicht 18, ne? Also genau, ja. Ja, also es ist nicht, also für Leute, die jetzt wirklich relativ viel abnehmen müssen, da sagt man dann schon länger, weil es ist halt einfach so, dass der Stoffwechsel muss sich da erst wieder etablieren. Man kann natürlich sehr schnell sehr viel Gewicht verlieren
Und da bietet sich die ketogene Ernährung schon an. Für jemanden, der jetzt irgendwie Ziele hat, wie bei meinem Sport leistungsfähiger zu sein, einfach eben diese metabolische Flexibilität zu erreichen, nicht so abhängig vom Essen zu sein, sich dessen einfach bewusster zu werden, was ich esse, wie ich esse. Ja. Für den kann es einfach Sinn machen, das mal so 30 bis 90 Tage wirklich streng zu machen. Mhm. Und dann aber auch wieder, das nennt sich Carb Cycling, also dann wieder so ein bisschen mehr Kohlenhydrate mal über einen Zeitraum zu essen. Ja. Damit der Körper danach wieder auch besser in die Ketose kommen kann. Okay. Also weil der Körper gewöhnt sich ja irgendwie an alles und da muss man manchmal neue Reize setzen, damit das Erste wieder besser funktioniert. Okay, verstehe. Genau. So eine Frage, die mir irgendwie jetzt schon seit fast Anfang des Interviews irgendwie im Kopf rumschwirrt. Es gibt ja auch so ein bisschen diesen Trend des intermittierenden Fastens. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch eine Methode, um in die Ketose zu kommen. Habe ich das falsch verstanden oder wie ordnet sich so das intermittierende Fasten dort ein? Weil grundsätzlich ist ja quasi, ist glaube ich, das, was ich esse, nicht reguliert, sondern die Zeiten, wann ich esse, sind. Genau, also es ist so, man würde jetzt, wenn man sagt, man macht intermittierendes Fasten, je nachdem, wie lange man fastet, also wenn man sagt, man macht 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, ist so der Klassiker, 16 zu 8, ne, lässt man das Frühstück weg oder isst früh zu Abend, das kann die Ketose fördern, es würde dich jetzt aber alleine nicht in Ketose bringen. Dafür ist das Fastenfenster viel zu kurz. Also man muss dann schon sagen, okay, man fastet vielleicht 24 Stunden oder vielleicht einfach mal 2-3 Tage, um dann in Ketose zu kommen. Also jeder, der schon mal sowas wie... dann 3 Tage. Ja. Okay, ist das also gesund? Jeder... ja, also so Kurzzeitfasten kann tatsächlich für den Körper gesund sein, weil man eben die Autophagie hat. Also das ist so die Zellreinigung, ist wie so ein Recyclingprogramm, was der Körper dann fährt. Das fängt schon ab 18 Stunden an, aber du hast es halt intensiver, wenn du sagst, du fastest mal 2-3 Tage. Ja. Also was ich öfter mal mache, ist so 60 Stunden Fasten, einfach hintereinander, einfach um den ganzen Körper wieder zu resetten, um alles zu recyceln, um die ganzen Giftstoffe auszuspielen, die zerstörten Proteinstrukturen im Körper rauszubringen. Die Zellen erneuern sich, das Wachstumshormon wird getriggert und gefördert, hat so einen Anti-Aging-Effekt und kann auch eben sehr, sehr gut für den Muskelschutz dann auch sein. Man stellt auch oft fest, dass so die ersten 2 Tage im Fasten geht es einem echt irgendwie schlecht. Man ist müde, man ist irgendwie energielos, man fühlt sich nicht so gut, aber ab Tag 3 geht wie so ein Licht an. Und dann ist man so, boah, voll da, man hat total viel Energie. Okay. Und das ist dann, da ist man dann in Ketose. Okay. Und dann merkst du halt, okay, du hast da keinen Hunger mehr. Und aber halt zu langes Fasten, es sei denn, man macht jetzt so Heilfasten, weißt du, mit irgendwie Brühe und so. Ja. Aber jetzt rein gar nichts essen, würde ich jetzt eigentlich nicht länger als 3 Tage machen. Und du trinkst dann aber Wasser halt einfach in der Zeit. Das genau, Wasser, Tee, genau, Kaffee ist auch erlaubt, wobei ich auch versuche, einfach Kaffee ein bisschen wegzulassen, einfach um komplett den Körper mal zu entgiften. Und das tut einem dann manchmal schon ganz gut, ja. Ja. Aber jetzt müsste man eben schon länger fasten, um in Ketose zu kommen. Natürlich auch viele, was auch, sage ich mal, die Ketose fördern kann, ist halt einfach eine Kombination aus Intervallfasten und Low-Carb-Ernährung oder Keto-Ernährung mit ein bisschen mehr Kohlenhydraten. Ja. Da kann es dann schon sein, dass man in Ketose kommt. Und also, das ist auch individuell sehr unterschiedlich, wie einfach oder schwer man in Ketose kommt, so abhängig vom Stoffwechsel? Oder ist das eigentlich eher so, wie stark muss man den eigenen Körper sozusagen da umgewöhnen, dass es irgendwie erstmal unterschiedlich lange ist, wenn man dorthin kommt, weil man es nicht kennt? Also es kommt ein bisschen drauf an, wie du dich vorher ernährt hast, bevor du das anfängst. Also wenn du jetzt vorher sehr viel Zucker, sehr viel Kohlenhydrate gegessen hast, dann wird es bei dir ein bisschen länger dauern als bei jemandem, der schon Low Carb macht oder der generell wenig Zucker, wenig Getreide und sowas gegessen hat. Im Schnitt hat man so eine Umstellungsphase von so 7 Tagen. Wo der Körper anfängt, die entsprechenden Enzyme zu bilden, um dann Ketonkörper herzustellen. Ja. Weil da muss er erst die passenden Enzyme dazu haben und dann kann er Ketonkörper herstellen. Das ist dann so ein bisschen, das nennt sich auch Ketogrippe, das haben die Leute immer so, sag ich mal, die ersten paar Tage, dass sie sich so krank fühlen, Kopfweh haben, weil der Körper halt, die Zuckerspeicher sind komplett entleert. Ja. Und dann muss er erstmal lernen, oh, was nehme ich jetzt als Energieträger? Ach so, ich muss erst die Enzyme bilden, damit ich Fett überhaupt als Energieträger nutzen kann. Okay. Und da hat man so eine Umstellungsphase, aber das dauert meistens so 7 Tage. Und danach ist man eigentlich schon in Ketose. Also das geht nicht ab Tag 1, das dauert ein bisschen. Aber dann funktioniert das ganz, ganz gut, genau. Ich finde das total spannend gerade, was du sagst. Also ich finde 7 Tage, das ist ja nichts.
sich mal 7 Tage irgendwie sowas mal auszuprobieren, das klingt ja super, super machbar eigentlich. Und gleichzeitig finde ich auch super spannend, dass der Körper echt auch quasi, also ich stelle mir das gerade wie so, dass der Stoffwechsel in so einer Schockstarre ist, so, oh mein Gott, was tue ich denn jetzt? Die Zuckerspeicher sind leer, ich werde sterben, und dann fangen sie irgendwie doch an zu arbeiten und der Stoffwechsel stellt sich um. Das finde ich unfassbar interessant. Dass das ja, es ist sehr, sehr spannend. Ja, ich meine, ganz früher jetzt hatte man ja auch nicht immer Essen zur Verfügung. Also da musste man ja, also unsere Vorfahren, die mussten ja auch erst jagen, wenn sie nichts zu essen hatten. Und du kannst ja natürlich auch nicht, wenn du jetzt das nicht könntest, dass du in Ketose bist, dann wärst du ja total müde und hättest gar nicht die Energie, jetzt auf Jagd zu gehen oder achtsam zu sein. Und das ist so ein bisschen dieser Zustand der Ketose, wo du trotzdem, obwohl du jetzt wenig isst, und das hat man beim Fasten eben auch manchmal, dass man trotzdem total klar ist und wirklich reaktionsfähig, weil sonst wären wir gar nicht überlebensfähig gewesen damals. Also dann würde es uns wahrscheinlich gar nicht geben, wenn es diesen Zustand nicht gegeben hätte. Mhm. Und das ist das, was es so spannend macht. Ja, jetzt habe ich gerade, aber da kenne ich mich echt eigentlich gar nicht darin aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es gibt auch diese Paleo-Ernährung, also so diese Steinzeiternährung. Ist das, geht das so in eine Richtung oder was ist da so die Grundlage? Ja, also es ist ein ähnlicher Ansatz. Tatsächlich sind Paleo und Keto gar nicht so abwegig voneinander. Okay. Bei Paleo hat man halt auch so eben so Kartoffeln und so, glaube ich, mit dabei, Süßkartoffeln und Kartoffeln und auch mehr Nüsse. Aber an sich lässt, also das Paleo und Keto ist relativ ähnlich, ja. Mhm. Bei der Keto-Ernährung, jetzt mal abgesehen von den Kartoffeln, hat man eigentlich ähnliche Lebensmittel wie bei Paleo, die man da verwenden darf. Genau. Weil bei der Keto-Ernährung geht es halt auch um diese naturbelassenen Sachen. Mhm. Also sei es jetzt irgendwie Fleisch, Fisch, irgendwelche pflanzlichen Fette, die eh so in der Welt, in der Natur vorkommen. Also man in der ketogenen Ernährung würde man auch nie irgendwie ein Rapsöl oder ein Sonnenblumenöl nehmen, weil das halt stark verarbeitet werden muss, bis man da überhaupt erstmal ein Öl draus gewinnen kann. Also man wählt dann schon diese Fettquellen, die schon da sind. Mhm. Und genau, also die sind sich sehr ähnlich, Paleo und Keto, ja. Okay, ja, also das ist mir nur gerade irgendwie, weil du das nochmal gesagt hast, ist mit dem Jagen und so. Ich habe mich da nie intensiv mit auseinandergesetzt, aber habe eben so diesen Begriff der Steinzeiternährung im Kopf. Genau, ja. Jetzt ist immer wieder, also wir kommen immer wieder so auf das Thema Zucker zurück. Das finde ich selbst auch sehr, sehr spannend. Also ich würde mal behaupten, dass wir zu Hause ziemlich zuckerreduziert leben. Also vor allem, was eben Industriezucker angeht. Also das haben wir eigentlich gar nicht zu Hause. Jetzt nehmen wir aber schon, obwohl ich lüge, wir haben von Weihnachten gerade noch ein bisschen Zucker da, aber normalerweise haben wir keinen Rohrzucker da. Wir nehmen aber dann viele so, ich sag mal, pflanzliche Süßungsquellen. Jetzt ganz aktuell teste ich so ein bisschen mit Birkenzucker. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist quasi Birkenzucker eigentlich die einzige, ich sag mal in Anführungszeichen, Zuckeralternative, die auch keinen Einfluss auf den Insulinpegel hat, ne? Also das heißt wahrscheinlich auch wieder was in der ketogenen Ernährung sehr spannend ist. Genau, also wenig, sage ich mal so. Mhm. In der ketogenen Ernährung würde man immer auf Erythrit und Stevia als die primären Zuckerquellen zurückgreifen, einfach weil die wirklich 0,0 Blutzucker- und Insulinspiegel, ansteigen lassen oder beeinflussen. Ja. Xylit, also Birkenzucker, ist in dem Sinne auch hin und wieder in Ordnung. Also hat und dann habe ich gar keinen Birkenzucker, dann habe ich Mist erzählt, weil ich habe Erythrit. Ich dachte, das sei der Birkenzucker. Ach so, nee, genau. Birkenzucker ist Xylit, genau. Erythrit ist eben das, was man in der ketogenen noch auch als primäre Zuckerquelle eben wählen würde. Genau, ist halt super Alternative eigentlich beim Backen und auch für Süßspeisen. Xylit wird auch bei vielen verwendet, die sich ketogen ernähren. Aber das hat schon eher einen Einfluss auf den Blutzucker und den Insulinspiegel als jetzt Erythrit. Mhm. Aber das heißt quasi in der ketogenen Ernährung, wie ist da der Umgang mit Obst? Also ich bin ein absoluter Obst-Junkie, aber das ist ja natürlich, also belügen wir uns nicht, das ist Fruchtzucker, das ist auch Zucker im Körper. Ja, genau. Ja, also in der ketogenen Ernährung sagt man dann Beeren hauptsächlich, weil die eben am wenigsten Fruchtzucker haben, sind erlaubt. Also das ist so das einzige Obst. Und Zitrus, also so Zitrone zum Beispiel, ist noch in Ordnung. Aber ansonsten sagt man eigentlich wenig Obst. Es sei denn, also ab und zu mal, ich meine, ich esse auch manchmal einen Apfel, wenn ich halt Lust drauf habe. Ich finde halt so,
Klar, wenn man jetzt wirklich am Anfang sagt, ich möchte in Ketose kommen, ich möchte meinen Stoffwechsel jetzt wirklich mal wieder so diese metabolische Flexibilität haben, dann sollte man keine Ausnahmen machen, so 30 bis 60, 90 Tage, einfach mal konsequent. Danach kann man auch mal wieder einen Apfel essen oder so. Solange man jetzt nicht einen kompletten Obstsalat jeden Tag zu sich nimmt, ist das auch in Ordnung. Aber in der ketogenen Ernährung sind eigentlich Beeren, Obst ist das, was, ja, was eben erlaubt ist und was man auch sagt, das darf man essen. Ach, gehört ja auch mit zum leckersten Obst. Also finde ich. Eigentlich schon, ja. Ist halt eher so ein Sommerobst, aber gut, im Winter muss man halt dann auf die Tiefkühlprodukte zurückgreifen. Ja, wobei die ja auch ganz gut sind eigentlich, die Tiefkühlprodukte. Genau, ja. Ne? Also was so die Vitamine angeht, bleiben die eigentlich ziemlich gut erhalten. Ja. Stichwort Vitamine, also ich kenne es aus der veganen Ernährung so, dass es natürlich so den einen oder anderen Nährstoff auch gibt, der so, man nennt es ja immer so nett, die kritischen Nährstoffe, also den ich entweder gar nicht zu mir nehmen kann, also B12 ist ja so ein Klassiker, oder die einfach schwerer sind zu sich zu nehmen, Jod, Selen, Vitamin D, also genau, gibt es diverse. Wie ist es bei der ketogenen Ernährung? Also wenn Obst wegfällt, ist es schwer an alles zu kommen oder kriegt man das ganz gut auch durch Gemüse ersetzt? Also eigentlich nicht. Wenn man sich wirklich richtig gesund ketogen, also wenn man dieses Healthy Keto macht mit viel Gemüse, dann hat man eigentlich alles abgedeckt. Ja. Ich meine, Vitamin B spielt eine große Rolle, auch in der ketogenen Ernährung, einfach auch für die Ketose und auch gerade am Anfang, um diese Keto-Grippe so ein bisschen zu überstehen, um den Körper zu helfen, in Ketose zu kommen. Deswegen sagt man halt, okay, Vitamin B, das kann man auch supplementieren. Das macht einfach Sinn. Ansonsten sowas wie Hefeflocken ist halt auch immer eine gute Wahl. Das geht auch in der ketogenen Ernährung tatsächlich. Und das wäre dann auch wieder was Veganes eigentlich. Genau, ne? Bei uns gibt es, glaube ich, fast kein Essen ohne Hefeflocken. Also das ist halt eine wahnsinnig gute Vitamin-B-Quelle, auf die man zurückgreifen kann, auch in der ketogenen Ernährung. Und aber ansonsten kann man alles eigentlich, wenn man es richtig macht, kannst du deinen ganzen Bedarf mit der ketogenen Ernährung decken. Ich selber supplementiere im Winter schon Vitamin D, weil ich es einfach als wichtig erachte, Magnesium natürlich und hin und wieder Kalium, aber eigentlich komme ich immer, und weil ich auch sehr viel Sport mache und dadurch natürlich auch ein bisschen Mineralien immer ausschütte, ansonsten komme ich eigentlich da immer ganz gut auf meine ganzen Nährstoffe. Ich habe noch so ein paar abschließende Fragen. Ich meine, du machst das jetzt noch nicht so lange mit der ketogenen Ernährung und du standst ihr auch kritisch gegenüber, weil du auch gewisse Bilder irgendwie so im Kopf hattest, wie eine ketogene Ernährung aussieht. Kannst du irgendwie so einen Moment sagen, an dem du gesagt hast, hey, klar, ich möchte das mal ausprobieren, hast du irgendwie eine Challenge gemacht, hast du irgendwas gelesen? Also es gibt ja oft so ein auslösendes Moment. Ja, also tatsächlich, mein Freund, der hat sich eben sehr mit Ketose beschäftigt, weil er auch mit einem Produkt gearbeitet hat, was eben auch dich in Ketose bringt. Und ich habe dadurch auch das erste Mal die Ketose tatsächlich erfahren und habe den Zustand total toll gefunden, habe gemerkt, was ich dafür beim Sport für Fortschritte mitmache. Und er hat natürlich auch allerlei Bücher bei sich zu Hause zum Thema ketogene Ernährung, Keto-Kompass und frag mich nicht. Ich habe mich dann einfach angefangen, in das Thema reinzulesen, ein bisschen Ketose und was denn überhaupt, wie sich das zusammensetzt, wie so ein Gericht aussieht. Habe das versucht, dann einfach vegetarisch umzusetzen und habe so einfach angefangen, erstmal so zu kochen und mich so zu ernähren und dann eigentlich tatsächlich über die Ernährung dann bei mir festgestellt, wie gut mir das tut, keinen Zucker zu essen, kein Getreide zu essen, mich so vegetarisch ketogen zu ernähren und was ich da eben dann gerade muskelaufbautechnisch für Fortschritte auch gesehen habe innerhalb der ersten 6-7 Wochen schon, war halt echt so das der ausschlaggebende Moment. Also einfach durch das Machen habe ich dann eben festgestellt, was mir das Gutes tut, ja. Abgefahren, also echt noch gar nicht noch vor irgendwie, keine Ahnung, 10-11 Monaten noch gar nicht damit auseinandergesetzt und jetzt habe ich so eine gefühlte Expertin eigentlich schon vor mir sitzen. Also das finde ich richtig bemerkenswert, cool. Ja, danke. Ja, das Thema hat mich halt sehr fasziniert, einfach auch der Zustand der Ketose und wie das zusammenhängt. Und dann hat mich das so angefixt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das irgendwie, das muss doch auch vegetarisch gehen, das muss doch irgendwie funktionieren. Habe dann angefangen, also kochen und Dinge ersetzen, hat mich vorher schon wahnsinnig interessiert, auch zuckerfrei zu backen. Und da habe ich einfach ein bisschen rumexperimentiert und so ist das Ganze dann entstanden, ja. Und dann habe ich mir natürlich das ganze Wissen dann einfach so aufgesaugt, weil mich das wahnsinnig fasziniert hat, was damit alles möglich ist. Ja, sehr cool. Also ich muss sagen, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich so, zumindest, also jetzt, ich mag nicht irgendwie so generalisiert sagen, zur veganen Ernährung Parallelen sehe, aber doch so zu der veganen Ernährung, wie ich sie betreibe. Also
ich habe irgendwie ein Gericht und ich überlege mir, oh, das sieht lecker aus, wie kann ich es vegan machen? Du siehst ein Gericht und denkst dir, oh, wie kann ich es irgendwie ketogen genau. machen? Also immer so dieses Anpassen. Und das muss ich auch sagen, ich finde es auch gar nicht schwer, sich vegan zu ernähren. Ich habe schon immer gern gekocht und gebacken. Ich glaube, das ist einfach auch ein Riesenvorteil, wenn man so ein Gespür auch für Lebensmittel irgendwie hat. Und mir geht es auch so, dass ich, also wenn ich jetzt irgendwie plötzlich Pfannkuchen mit Eiern machen müsste, dann wäre ich total überfordert, also weil ich die Konsistenz einfach so nicht mehr hinbekomme. Und ja. so ist es einfach so in mich übergegangen, die Sachen halt anzupassen und so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was muss ich wie machen, was muss ich wie ersetzen, was geht und was wird auch einfach nicht gehen, weil es nicht schmecken genau. wird. Ja, ja, es ist einfach so eine Auseinandersetzung ein bisschen mit den Lebensmitteln. Und das finde ich halt das Schöne auch an der ketogenen Ernährung, weil man einfach lernt, sich damit zu beschäftigen, weil man sich damit beschäftigen muss und weil man sonst immer alles so ein bisschen in sich reingeschmissen hat und hier und da, ach, und es geht schnell. Ja. Und wenn man dann seine Ernährung umstellt, sei es jetzt vegan, sei es ketogen, auch selbst bei vegetarischer Ernährung, da muss man halt einfach schon immer schauen, okay, wie kann ich was ersetzen, wo ist das drin, kann ich das essen? Und dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln und auch so ein bisschen dadurch dieses intuitive Essen ein bisschen zu lernen, das muss ich sagen, das kann man bei der ketogenen Ernährung auch sehr, sehr gut. Einfach weil man lernt, okay, was füge ich mir jetzt hinzu? Was gebe ich meinem Körper zu essen? Und das finde ich extrem toll, also dass man halt einfach so ein Bewusstsein dafür entwickelt, was ist wo drin. Und dass man auch einfach anfängt, mehr Dinge wieder selber zu machen. Brot zu backen, selber zu backen, Kekse zu backen, weil man einfach dann weiß, was kommt rein. Und man einfach feststellt, so schwer ist es gar nicht. Und es kann, man kann alles ersetzen. Was kann ich auch individualisieren? Also was schmeckt total besser? Also das kann ich halt, wenn ich einfach so eine olle Packung irgendwie halt Kekse kaufe, kann ich das nicht mal, abgesehen von irgendwie Plastik und was man da dann halt noch alles... Genau, Was würdest du denn, also so, es könnte ja sein, dass jetzt irgendwie so ein paar Leute zuhören und denken, ach, irgendwie ketogene Ernährung, ja, habe ich irgendwie immer als Fleischberg vor Augen gehabt oder habe ich jetzt nur so rein als Methode zum Abnehmen vor Augen? Und das ist ja so viel mehr, haben wir jetzt heute gelernt. Was würdest du denn Menschen empfehlen, so als, was könnte ein erster Schritt sein? Ich glaube, ihr habt auch so eine 7-Tage-Challenge, vielleicht magst du da irgendwie so ein paar Worte dazu sagen. Genau, also wen das jetzt interessiert, wer jetzt sagt, okay, er möchte das mal ausprobieren, die ketogene Ernährung, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, wir haben da so eine kostenfreie 7-Tages-Challenge, wo es dann auch Mealplans gibt von mir, also wo man dann wirklich, sage ich mal, 7 Tage lang Gerichte bekommt mit Einkaufsliste und Tipps und Tricks zum Thema ketogene Ernährung, worauf kommt es an? Man bekommt halt so ein bisschen so ein Gespür dafür, was darf ich essen und wie setzt sich so ein Gericht zusammen? Also da kann jeder einfach mal reinstubbern und auch schauen, was macht es mit mir und meinem Körper? Es gibt Leute, für die eignet sich die ketogene Ernährung nicht. Also es gibt ganz viele, die das nicht vertragen aufgrund des Fettes. Man muss halt einfach auch individuell einfach schauen, passt es zu mir und schmeckt mir das und kann ich das überhaupt umsetzen? Und ansonsten finde ich halt einfach, klar, also man kann sich in das Thema einlesen, man sollte sich auch ein bisschen darin einlesen, einfach ein bisschen schauen. Man kann auch gerne bei uns auf der Website schauen. Wir haben ganz viele Artikel zu dem Thema. Und dann einfach mal anfangen so zu kochen. Ich finde immer so, dass das Ding ist, man soll einfach mal anfangen und so ein bisschen gucken. Für die jetzt wirklich vorher ganz viel Nudeln und Kuchen gegessen haben, für die kann es auch schon mal echt ein Ding sein, zu sagen, okay, ich versuche mal Zucker und Getreide einfach zu reduzieren oder komplett wegzulassen und gehe im nächsten Schritt dann Richtung ketogene Ernährung. Erhöhe dann einfach Gemüse und ein bisschen gute Fette und dann hat man es eigentlich schon. Also es ist kein Riesenhexenwerk. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, einfach mal anfängt so zu kochen. Und da haben wir ja einige Rezepte auch einmal in der 7-Tages-Challenge oder auch auf der Website oder auch ich auf meinem Instagram-Account einfach zusammengestellt. Da kann man mal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen schauen, was schmeckt mir, was gefällt mir, wie kann ich das umsetzen und dann einfach machen. Das ist so dieses Ding, wo ich sage, da kann man dann einfach mal loslegen und auf dem Weg wird man dann echt so ein Gespür dafür entwickeln. Ja, stark. Also ich würde auf jeden Fall deinen Instagram-Account mal verlinken und deine Website, das kannst du mir ja vielleicht gebündelt alles nochmal schicken. Mach ich, ja. Dann haben wir das in den Shownotes und mal schauen, vielleicht haben wir jetzt echt irgendwie so ein paar Personen davon überzeugen können. Was mir persönlich natürlich noch ein Anliegen ist, also ich würde es auch gerne mal testen, ich werde es einfach mal bei meinem nächsten Termin mit meinem Neurologen abklären, ob ich das quasi jetzt einfach parallel zu der Medikation machen kann oder nicht.
ich weiß zum Beispiel, dass es bei meinem alten Medikament, also stand spezifisch quasi auch mit drin, und wir haben das auch, wurde das mehrfach immer wieder gesagt, dass das sich nicht eignet, das mit einer ketogenen Ernährung zu kombinieren. Die Gründe kann ich jetzt gar nicht sagen. Es hatte, glaube ich, irgendwas mit der Verstoffwechselung über die Leber zu tun oder so, aber da bewege ich mich jetzt auf sehr dünnem Eis. Und das ist mir jetzt auch einfach nochmal ein Anliegen, das nach draußen zu geben, dass wir uns heute rein über die ketogene Ernährung, was macht es mit dem Körper? Wenn ihr irgendwelche Medikamente nehmt, wenn ihr Vorerkrankungen habt, dann klärt das definitiv mit euren behandelnden ÄrztInnen ab und macht hier nichts irgendwie in Eigenregie. Also ich glaube, du hast jetzt eigentlich immer für so den, ich sag's jetzt einfach mal, gesunden Körper gesprochen. Genau, ja. Also ich meine, ich kenne auch ein, zwei Leute, die das auch bei ihrer Epilepsie ganz gut umsetzen und die damit auch Erfolge haben. Aber das ist eben immer mit dem Arzt zu besprechen. Und da ist jeder auch individuell und jeder nimmt da andere Medikamente, jeder ist da irgendwie anders und sollte deswegen das schon bei sowas mit seinem Arzt rumklären. Also wenn man jetzt gesund ist und überhaupt, sage ich mal, nur für die Energie, für die bessere Konzentration, den Fokus was machen will, dann kann man das einfach mal ausprobieren. Ansonsten, wie du das auch richtig machst, einfach vorab mal klären, ob sich das verträgt. Ja, ne? Ja, und also ich muss sagen, mir geht es halt echt einfach so, dass ich denke so, hey, wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwie Medikamente zu reduzieren oder sogar gar keine Medikamente mehr nehmen zu müssen, also bei Kindern gibt es da ja auch echt ganz fantastische Ergebnisse, ich dachte auch immer, das ist was viel Langfristigeres. Also ich muss das jetzt mal ein halbes Jahr probieren oder irgendwie ein paar Monate. Ich habe da wahrscheinlich auch diese langsamen Entwicklungen auch mit Medikamenten irgendwie im Kopf. Aber wenn man da vielleicht auch schon viel schneller auch einfach merkt, so vertrage ich irgendwie ketogene Ernährung per se oder nicht, was macht das mit mir, dass man da einfach auch ziemlich schnell zumindest in den Zustand der Ketose kommen kann. Da habe ich ja nichts zu verlieren eigentlich. Also ich finde, das ist schon... Nee, genau. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei Epilepsie ist. Ich denke mal, da muss man es schon ein bisschen länger machen. Einfach, wenn man sagt, das Ziel ist, dass man halt die Medikamente vielleicht reduzieren will oder so. Aber das kann einem der Arzt dann auch am besten eigentlich sagen. Genau. Ja, das sind doch gute abschließende Worte. Ja. Floraus, ich danke dir. Und ich weiß nicht, was du jetzt... noch machst, ob du irgendwie zur Schneeregion oder zur Regenregion gehörst. Heute ist es trocken. Gestern war Regen, wir haben Schnee, Regen, alles mitgemacht. Heute ist trocken, okay. Aber genau. Sehr schön. Ja, wir werden. Ja, also ich freue mich auch. Danke. Ja, genau. Ja. Danke, dass ich auf jeden Fall dabei sein durfte. Es war mir eine Freude und ich hoffe, ich konnte ein paar Leuten einfach die ketogene Ernährung ein bisschen näher bringen, größeres Verständnis dafür entwickeln. Ich bin auch für Fragen immer gerne da. Also wenn wir mein Instagram verlinken, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Wunderbar. Und ich stehe immer mit Rat und Tat gerne zur Seite. Sehr schön. Ja, ich schließe mich dem einfach irgendwie an. Also genau, ich finde es super sympathisch, ich finde es super cool, dass du dich da drauf eingelassen hast, so spontan jetzt auch auf das Gespräch, und ja, bin gespannt, ob sich vielleicht auch irgendwie die ein oder andere Person bei dir meldet. Vielleicht kannst du ja mal Bescheid geben und vielleicht kann auch, wenn jemand einfach mal sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie über das Interview so auf die Ernährungsform gestoßen, egal was für eine Motivation dahinter steckt, das würde mich genau auch interessieren. Klar, sehr gerne. Sehr cool. So, dann mache ich jetzt mal hier diese Aufnahme.